Hi everybody! Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Gods of Ashes. Mal wieder öffne ich die Folge so. Wahnsinn, Freunde, die letzte Folge, der Kampf mit Ivan. Oh Gott! Das war einer der härtesten Bosskämpfe, die ich je gemacht habe. Viel taktisches Wissen, viel Geballer, Geheile, Wiederbelebe und so weiter. Ihr habt's ja gesehen. Der absolute Wahnsinn und eine saubrutale Finishing-Szene am Ende. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie viel Brutalität in der Weise wir noch sehen werden, weil das ist ja eigentlich schon der allerhöchste Gipfel, gerade was unsere Pixel-Games, unsere Geliebten hier angeht. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir haben einen klaren Auftrag eigentlich. Ich zeige den euch nochmal hier im Journal. Nämlich, schleiche dich über einen Seiteneingang in Dracos Anwesen und hol dir unter allen Umständen die Beute zurück. Stella hat vollkommen den Verstand verloren jetzt. Sie will nämlich jetzt auch noch den anderen Kerl beklauen in seinem eigenen Anwesen. Draco. Der Kerl, der wahrscheinlich schon länger als Wolf bei der russischen Bratwa ist. Das wird ja ein Spaziergang im Park, denke ich mal. Oder Freunde, was meint ihr? Jedenfalls. Weil wir so viel Action hatten jetzt die letzte Zeit und so extrem viel mit Brutalität und was auch immer konfrontiert waren, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt eine Folge lang erstmal blaue Kisten zu suchen in allen Stadtteilen. Jo, ich habe ausnahmsweise ein bisschen mehr PN-Nachrichten bekommen von euch. Ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben, ist kein Thema. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt diese Folge normal zu spielen. Und wenn ich nicht durchkommen sollte, wird der Anfang der darauffolgenden Folge nämlich ein kleiner Zusammenschnitt sein oder ein Fast-Forward. Das werden wir dann sehen bis zum Anwesen. Aber jetzt gehen wir erstmal alles ab. So, ich bin vor allem gespannt, was wir noch finden werden, Freunde. Diese Folge wird übrigens dann auch noch Einkäufe inklusive haben, würde ich jetzt mal sagen. Je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir schon waren. Ich weiß, hier waren wir schon, aber ich will sicher gehen. Kiste, Kiste, Kiste. Ja, Freunde. Wir haben mit dem mysteriösen blauen Schlüssel vor einiger Zeit von Ivan selbst abgeluchst. Also noch, naja, zu dem Zeitpunkt sah er auch nicht mehr wirklich gut aus. Gerade als wir uns den ganzen Stoff gekrallt haben. Da haben wir Ivan dann einen Schlüssel abgeluchst, mit dem wir die blauen verschlossenen Truhen aufmachen konnten. Jetzt müssen wir nur noch einen finden, um die roten Truhen aufzumachen. Und ich bin mir sicher, da ist ein richtig, richtig übles Zeug drin, Freunde. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen, warum Red Cube da sonst so eine Trennung machen sollte. So. Vergessen Sie, ich kaufe nichts. Sieht's aus, Uschi? Ja, ist ja gut. Meine Mama. Die innere Geschwister. Ohne Witz, sie möchte immer noch wissen, ob das eine Referenz ist. vielleicht unterhalte ich mich mal mit Red Cube, wenn ich hier mit allem durch bin. Das hatte ich sowieso vor. So, wir gehen mal den Pub besuchen. Was haben wir hier für Gestalten? Na? Was geht ab? Er hatte meine Münze über. Komm schon, Alter, nur eine. Nope. Schau mal, in der Oststadt gewesen? Ein Drecksloch und so gefährlich. Nicht nur einmal, danke. Die Leute sind ein wenig komisch hier. Einige erzählen Interessante, die anderen texten nicht nur sinnlos zu. Ja, ich glaube, hier hat leider keiner was Interessantes zu erzählen. Deswegen rennen wir jetzt hier mal ein bisschen durch die Bar durch. Arbeitsalltag durchgeknallt, die Frau sehr froh, dass du eine hast, du Penner. Jo, den Spruch kennen wir auch schon. Gruselige Kinder. Gott sei Dank sind die Erwachsenen alle vernünftig und rational. Ja, das ist wohl wahr. So, und du? Ja, bitte, ich hab's verdammt eilig. Die Couch läuft sonst weg. Natürlich. Und du? Krankenhaus. Ja, da gehen wir auch noch vorbei heute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, bitte, ja, ist gut. Und du? Nee, der hat nicht mal Bock, uns anzusprechen. Wie unhöflich. Gibt's hier irgendwo noch Seitentüren oder so? Nein? Okay, dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder weiter. So. Denn ich glaube, hier hat es nicht mehr allzu viel. Und das meiste haben wir wahrscheinlich schon mitgenommen, weil hier waren wir auch schon überall und haben hier kräftig aufgeräumt. Und euch stört das nach wie vor nicht. Das ist faszinierend. da habe ich doch spontan vergessen, welchem Stadtteil wir sind. Aber ich meine, es ist die Nordstadt, ne? Der Pub, das war die Nordstadt.
Jawohl. Boah, das ist eine Wand übrigens direkt hinter uns gerade. Meine Güte. Brutalitäts-G. Jo, hier hat's nichts mehr. Und weiter unten war auch nicht mehr wirklich was, ne? Polizist? Nein, nein. Ich muss echt sagen, das habe ich schon mal gesagt, ich finde die Stadt wirklich, wirklich toll, wie die gemappt ist. Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare runter, wie gefällt euch denn der Mapping-Stil? Da können wir jetzt ruhig mal auf alles eingehen. Mir gefällt ja die Stadt hier verdammt gut, das habe ich glaube in einer der ersten Folgen schon gesagt, weil ich die richtig schön belebt finde und ich meine, guckt euch doch mal an. Ich finde, vom realistischen Gehalt her, das könnte meine kleine Stadt sein, in der ich öfters mal bin. Ihr sagt, die Oststadt, ja. Also ich finde es richtig toll, gerade mit den Cafés, Pizzerien und Restaurants. So viele Leute, die aktiv hier rumlungern. Das ist echt toll. Finde ich toll. So macht es richtig Spaß und man fühlt sich nicht irgendwie so wie der einsame Streiter, der jetzt durch die Weiten der Prärie preschen muss, um die Welt zu retten. Ihr wisst, was ich meine, aber denke ich, oder? So. Was ist eigentlich mit euch da los? Hey. Ach, ihr hängt hier einfach nur hinten rum. Was ihr da mit euren Münzen habt? Supermarket. Können wir da rein? Nee, natürlich nicht. So. Was haben wir noch rumfahren? Nichts allzu vieles. Einmal im Kreis? Da auch nicht, nein. Okay. Ja, Freunde, ich sehe schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das alles in der Folge schaffen, was ich vorhab. Und deswegen... blaue Truhe! Handgranate! Molotov Cocktail! Yes! Und schon hat sich dieser Abschnitt gelohnt, Freunde. Super! Klasse! Moment mal, kommen wir da oben irgendwo rein? Wir gehen auf die Suche nach der Seitengasse. Die nicht vorhanden ist, schade. Schade. Aber ich finde es wirklich sehr interessant, gerade eben... Diese normal wirkende Stadt und dann die Seitengassen, die wir zur Verfügung haben, Freunde. Das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Gerade die gute und die Schattenseite dieser kompletten Stadt hier darzustellen, finde ich ein richtig tolles Konzept. Okay, ich denke, das war hier erstmal alles. Gehen wir in den nächsten Stadtteil. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen in die Weststadt. Ja. Wir gehen einmal im Uhrzeigersinn durch, von den Himmelsrichtungen her. No, wir waren im Norden. Ab in den... Oh. Ja, ich habe gerade selbst gemerkt, dass ich es gerade doch falsch rum mache. Nicht so tragisch. Jetzt habe ich es mir gemerkt, Freunde. So. Schade, dass hier nicht noch mehr Drohnen rumlungern. Mann. Oh. Yes. Wahnsinn. Ja, die Rüstungsteile. Ihr habt euch bestimmt schon länger an den Kopf gefasst, warum ich die immer noch nicht eingesetzt habe, oder? Ihr kennt mich doch mittlerweile, Freunde. Denke ich mal so ein bisschen zumindest und ihr wisst, dass ich Herausforderungen mag. Ich habe ja zum Beispiel in anderen Playthroughs, wie zum Beispiel bei Feuer um Mitternacht, auch keine Aufpimpungsgegenstände benutzt. Und damit bin ich sehr gut gefahren, weil ich eben die Herausforderung mag, vielleicht meine ganzen Taktiken besser einzusetzen. Und so hart der Kampf gegen Draco war, Draco sage ich schon, der ist ja wahrscheinlich erst noch, so hart der Kampf gegen Ivan war, er hat mir verdammt viel Spaß gemacht, weil ich wirklich alles einsetzen musste, was ich hatte, um nicht zu sterben. Und ich habe euch wirklich nicht veralbert, Freunde, ich verarsche euch nicht. Das war am Stück ein Kampf, den ich da durchgespult habe. Ich bin nicht Game Over gegangen. Ja, warum sollte ich auch? Euch brauche ich ja nichts vormachen, Freunde. Ist ja alles in Ordnung. So. Und deswegen werde ich die Rüstungsteile vorerst mal weiterhin nicht einsetzen. Mein Ziel ist es, keine Aufmotzungsgegenstände zu benutzen, bis es nicht mehr anders geht, Freunde. Aber das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Oh, welche nette Begrüßung. Das Zeug ist hier immer noch 5 Stück. Ja, das war unsere Flucht von damals aus dem Amoklauf von der Schule. Ich denke, ihr erinnert euch an die Szene. Eine der ersten wahnsinnig brutalen Szenen. Neben der Introduction von Kessler. Der Kerl ist mir immer noch so speziell unheimlich. Das ist abartig. So. Wie gesagt, ich werde die Aufmutzungsgegenstände erst benutzen, sobald es nicht mehr anders geht von meinen Fähigkeiten her und ich kein Weiterkommen sehe. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch.
Und ansonsten werde ich vielleicht noch was anderes Dummes mit den Rüstungsteilen machen, aber das werdet ihr dann sehen. So, hier waren wir schon dran. Und jetzt gehen wir wirklich mal im Uhrzeigersinn die Stadt ablaufen, von rechts an. So. Gehen wir mal ein bisschen aufstocken schon mal, wenn wir schon mal hier sind. Guten Tag, aber sicher. Ha, 1000 kostet ein Arztkoffer, das ist gut zu wissen. Ich werde schon mal einen vorsorglich kaufen. Adrenalin haben wir mehr als genug. Medikits brauchen wir eigentlich auch. Mal 4 Stück. Ne, 3 Stück für jeden eins. Schmerzmittel haben wir 3. Druckverbände. Naja. Das ist jetzt so eine Frage, Freunde. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Gut, als wir Blutungen hatten, habe ich meistens immer den Arztkoffer verwendet, weil das eigentlich erst richtig passiert ist, als wir gegen Ivan gekämpft haben. Ausgezeichnet. Tun Sie Ihrer Gesundheit doch bald wieder etwas Gutes und kommen Sie vorbei. Und meinem Geldbeutel ebenfalls. Na sicher. Gemüse essen, ja. Hier sind die versteckten Nachrichten. Für die Kinder, die dieses Spiel spielen, das nicht geeignet für sie ist. Immer schön das Gemüse aufessen. Ja, sicher. So. Was haben wir denn noch so? Nein. Hier können wir nirgends rein. Schade. Gut, aber ist auch nicht so wichtig. Wir wissen, hier sind wir nur, wenn wir irgendwie plotmäßig hier landen. Oder eben, um unsere Vorräte aufzustocken. Wie sieht das jetzt aus? Ein Arztkoffer, 3 Medikits. Ja, das ist schon mal okay. Falls wir zufällig jetzt noch in einen Kampf rennen, der härter sein sollte als erwartet, dann sollte das in Ordnung sein. Da können wir leider nicht hoch. Ich bin gerade überlegen. Cube ist eigentlich so einer, der baut nichts ein, was nicht irgendwie notwendig wäre. Das heißt, ich vermute, dass wir irgendwann mal noch da hoch müssen. Vermute ich jetzt mal. Ansonsten, ja, es ist ein netter Übergang eigentlich nur. Aber Leute, ihr seid schon ganz schön lang dabei, diese Crime Scene hier zu investigaten. Also hier alles richtig zu stellen und abzusuchen. Dauert ganz schön lange. So, jetzt gehen wir mal Stellas Haus. Oh, da ist noch eine Tür. Da ist auch zu. Nope, da will sie... Das war doch Stellas Haus, oder? Ich meine ja. Oh, Abkürzung. Ah, ich stehe auf dem Dach. Schon wieder. So. Ja, Cube, vielleicht kannst du mit den ganzen Sachen, die du hier siehst, auch eine Gold Edition wie bei War Tools draus machen. Sind ja nur Kleinigkeiten eigentlich. Weil das ist das Tolle, das Game hier, ich hab eigentlich keine Bugs gefunden, wirklich. Würde mir jetzt nichts einfallen, nur ein paar Kleinigkeiten, die wirklich nicht schlimm sind. Ganz ehrlich. So, lassen wir uns doch mal bei unserer alten Schule blicken. Bin gespannt, was die jetzt sagen. Oh, nicht mal ein Kommentar? Schade. Ach ja, ach ja. So. Dann haben wir eigentlich alles durch wieder. Da waren wir schon, das war unser schöner, unsere Ratterzone. Das ist so geil. Okay, genug davon. Wir haben noch ein paar Teile zu erkunden, Freunde, heute. Denn wir müssen gewappnet sein und auf alles vorbereitet. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, wieso ich das mache. Ich will wirklich schauen, was ich noch an Gegenständen abstauben kann. Bis wir eben wirklich, wirklich in Dracos anwesen müssen und wahrscheinlich einen monstermäßigen Kampf haben werden. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir gegen beide Parteien kämpfen müssen hier. Nämlich sowohl gegen die Bratva als auch gegen die Polizei. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich denke mal, dass irgendjemand von unseren ehemaligen Klassenkameraden, geht aber uns auch nicht hin, die Maskenbeschreibung durchgegeben hat in irgendeiner Form. Und ich denke mal, na gut, das sehen wir jetzt ja leider nicht. Ich denke mal, die Masken, die kann man ziemlich gut beschreiben, ne? Also würde ich sagen. Und wir haben ja ein paar am Leben gelassen. Und ich denke, auch wenn wir jetzt gameplay-technisch mehr hätten umbringen sollen, oder alle umbringen sollen, storymäßig, das ist unmöglich, dass da wirklich alle drauf geht. Ich meine, hallo? Ah, es ist schon schlimm genug, dass ich so über das Thema reden muss schon wieder. Weil es eine Gameplay-Mechanik hier ist und auch story-relevant. Aber naja, das Thema hatten wir ja schon. Ein sehr heikles Thema. Kein schönes Thema, bei weitem nicht. Aber wie ich finde, extremst gut hier in die Story als Story-Element eingearbeitet. Findet ihr nicht? Also, ich würde es schon sagen. So, und damit verabschieden wir uns aus der Weststadt und gehen in die Südstadt.
Damit hätten wir bald alles durch. Aber ich werde auch die Oststadt nochmal untersuchen. Bevor wir noch einmal richtig loslegen, Freunde. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir in allen Seitengassen waren. Ich möchte auch nochmal versuchen, ob wir vielleicht nochmal ins Bordell kommen. Wobei das Quatsch wäre. Das wäre eigentlich wirklich ziemlicher Quatsch, weil Wolf da ja rumlungert und die ja mittlerweile wissen, wie wir aussehen. Ja, das wäre keine gute Idee. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem. So, die ist schon auf. Du hattest ja nichts Neues, ne? Ja, in einem Monat. Wie schon gesagt, das wird, glaub ich, nicht der Monat, den wir noch leben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das überleben hier. Kann ich mir nicht vorstellen. So, hier ist nur ein kleiner Winkel. Ab in den Norden der Südstadt. Also sind wir jetzt wieder in der Zentralstadt. Ach, hör auf, so ein Mist zu reden wieder. Irgendwann mal bei Feuer um Mitternacht habe ich so einen Stuss geredet. Das war unfassbar. So, die hatten wir schon. Das waren nämlich die ersten Gangster, die Respekt vor uns hatten. Wir haben nämlich uns nichts getan. Aber gut, hier ist es so offensichtlich, einen Kampf zu machen. Finde ich intelligent gelöst, Cube, muss ich echt sagen. So, Spielplatz. Der erste Showdown. Oh, sag bloß, das möchte ich mal alles kurz angucken. Ah, das wäre jetzt cool gewesen, wenn er das echt so animiert hätte. Aber ich denke, das ist verdammt schwer zu machen, so viele für eine Sequenz zu animieren. Ich meine, dass die Kleinen da runterrutscht und sich anstellt und so weiter. Ich denke, das ist verdammt schwer zu machen mit einem Skript. Oder Leute? Was heißt schwer? Es muss nur zeitaufwendig sein. Ihr Makerer, gib mir mal eine Antwort darauf. Ist das aufwendig? Ich weiß es ja nicht, weil ich skripte ja nicht. Aber würde ich mal interessieren. Bisschen mehr Maker-Talk. Dazu sind wir ja hier. So, ja, die Fremden, wir gehen ja schon. Wir sind ja eh schon der Schrecken aller Straßen hier mittlerweile. Okay, hier oben hat es nichts weiter. Gehen wir weiter nach rechts. Okay, da oben ist auch nichts. Wo gibt es hier noch was? Und vor allem, gibt es hier überhaupt noch etwas, das wir noch nicht gesehen haben? Das frage ich mich eher gerade. U-Bahn, da sind wir gerade durchgelaufen. Also darüber. Nope. Wir sind in der Nähe von Maxims Haus jetzt. Ich denke, hier habe ich eigentlich schon alles untersucht, die letzte Folge, ne? Aber wie gesagt, Freunde, wir wollen auf Nummer sicher gehen und ein klein wenig Ruhe vor diesem riesen Sturm, der uns bevorsteht. Mal wieder, als ob dieser Sturm auf die Bratwand nicht gereicht hätte. Ist ja auch gar nicht mal so schlecht, oder? Und wirklich, der Folgentitel, ich brauche Urlaub. Der war so gemeint, wie er im Titel steht, ganz im Ernst. Das war echt eine Nummer zu heftig. Na, was heißt zu heftig? Es war halt wirklich sehr anstrengend, das Ganze. Vor allem im Kopf so zu verarbeiten, das Ganze. Pixelgrafik hinterher, wenn man das spielt und nicht weiß, was auf einen zukommt, ist das ganz schön heftig, Freunde. Aber ich bin mir sicher, die von euch, die es schon vorausgespielt haben, die können mir das bestätigen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So. Na, kein zwielichtiger Bereich. Oder war das hier Stellas Haus? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, wir waren schon so lange nicht mehr da, dass ich es schon wirklich selber gar nicht mehr weiß. Ich frage mich, ob wir da wirklich noch runterkommen. Naja. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, weil das ist auch realistisch. Es gibt natürlich Tore und Türen in einer Stadt und Seitengassen, die wir natürlich nicht Zugang zu haben, so wie alle Häuser hier. Aber zum Beispiel der Torbogen gerade oben. Ich weiß nicht. Macht mir ein bisschen stutzig. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Vielleicht müssen wir dahin, vielleicht auch nicht. Ich bin mit beiden zufrieden. So, ich glaube, wir haben noch einen Part in der Südstadt. Einen letzten Teil zu der Rechten. Na? Oder? Hm? Und schon habe ich mich wieder verlaufen. Moment. Nee, hier links rüber. Jetzt. Oder? Nee, hier waren wir auch schon. Dann waren wir eigentlich überall hier. Ich meine ja. Womit uns noch eine letzte Option bleibt. Die Oststadt und damit die Ruhe vor dem Sturm. In einer der abgedroschtesten und gefährlichsten Gegenden der ganzen Stadt. So, Freunde. Hier sind wir nun. Hier hat es keine Truhen mehr.
und wie es weitergeht. Die Erkundung der Oststadt und der Sturm auf Drakos Anwesen. Das sehen wir in der nächsten Folge von Gods of Ashes. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio.